In der heutigen Newsfolge geht es um Formel 1 beobachtet Situation wegen Australienfeuer, Max Verstappen verlängert Vertrag, Williams verliert Sponsor. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Aufgrund der Buschfeuer, die seit Oktober in Australien ausgebrochen sind, wird die Formel 1 die dortige Lage genau beobachten, weil sie den Bundesstaat Victoria erreicht haben und Melbourne ist die Hauptstadt des Bundesstaates. Bisher sind 25 Menschen und 1,25 Milliarden Tiere ums Leben gekommen. Ob der Melbourne Grand Prix überhaupt stattfindet, wird sich zeigen, weil dort die Luftqualität als gefährlich schlecht klassifiziert wurde. 10 Millionen Hektar Land sind niedergebrannt worden, was ungefähr die Größe von mehr als 10 Millionen Fußballfeldern entspricht. Fahrer wie Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton und Esteban Ocon haben auf ihren Social-Media-Kanälen zum Spenden für die Rettungskräfte aufgerufen. Ricciardo wird seinen 2019er Australien-Rennzug für den guten Zweck versteigern. Rennevents wie die Australian Rally wurden im November abgesagt, aber das 12-Stunden-Bathurst-Rennen Ende Januar soll wie geplant stattfinden. Max Verstappen hat seinen Vertrag bei Red Bull Racing verlängert. Er bleibt bis einschließlich 2023 beim österreichisch-britischen Team. Damit ist er der 4. Fahrer nach Esteban Ocon, Sergio Perez und Charles Leclerc, der nach 2020 einen gültigen Vertrag besitzt. Noch vor der Saison 2020 verliert Williams einen Sponsor. Vor ein paar Jahren stieg Martini aus, dann verließ PKN Orlen die Briten und jetzt auch die australische Deo-Marke. 5 Saisons waren sie dabei. Gerüchten zufolge sollen auch Symantec, Omnitude und Tata Communications Williams verlassen. Williams hat aber mit Michael Latifi, Vater von Nicolas, einen Sponsor, der jährlich 30 Millionen Euro in das Team investiert. Bereits im Dezember verkaufte das britische Traditionsteam Anteile an EMK Capital. Summe ist aber unbekannt. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Lavazza ist Williams offizieller Teampartner für die Saison 2020. Das Lavazza-Logo wird beim Eröffnungs-Grand Prix in Australien erstmals auf dem FW43 zu sehen sein. Kommen wir zu Mikes Meinung. Die Buschfeuer in Australien sind grauenhaft mit anzusehen und ich hoffe, dass sie bald gelöscht sind. Dass Max Verstappen seinen Vertrag verlängert, war mir klar, aber ich hätte nicht gedacht, dass der neue Vertrag bis einschließlich 2023 läuft. Auf jeden Fall Glückwunsch, Max. Williams erlebt eine schlimme Zeit, aber ich hoffe, dass es sowohl finanziell mit der Anzahl der Sponsoren als auch sportlich für sie wieder nach oben geht. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von UFL-Zocker. Er schreibt, Leute, Mike hat eine 2 Wochen Upload-Sperre, er kann also keine Videos hochladen. Nein, da habe ich mich vertan. Ich hatte erst gedacht, dass ich bei 2 Verwarnungen eine Upload-Sperre von 14 Tagen sowie ein Verbot für Community-Beiträge erhalte, doch das ist gar nicht so. Das bekommt man bei 2 Verwarnungen bei Verstoß gegen die Community-Richtlinien wie Hassprüche, pornografische Inhalte und so weiter, und das ist ja auf meinem Kanal ja nicht vorhanden. Von daher darf ich die Videos hochladen und Community-Beiträge schreiben. Schaut regelmäßig in die Community-Beiträge. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.